whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probieren wir den 16-Jährigen von der Jura-Brennerei, Durach's Own, nennt er sich mit Beinamen. Und der ist ja einer der ältesten, regelmäßig abgefüllten, in größer Stückzahl abgefüllten Single Malt Whiskys von den Hebriden, von den inneren Hebriden, die vor der Westküste von Schottland liegen. Und dieser 16-Jährige hat jetzt einmal die Grundreifung, die bei Jura in Ex-Bourbon-Fässern erfolgt. Und er hat ein Finish in Amoroso-Sherry-Fässern und in Oloroso-Sherry-Fässern, die also eine gewisse Frucht von Oloroso und eine gewisse Würze von Amoroso-Sherry-Fässern mit hinzugeben. 16 Jahre sind mittlerweile ein recht stolzes Alter für Single Malt Whiskys. Die meisten halten es nicht so lange in den Fässern aus. Und so sind wir froh, dass bei Jura in der Vergangenheit die Bestände ja nicht so geplündert wurden wie bei anderen Brennereien, weil man halt so hip war. Nein, Jura ist so ein bisschen ein, wie heißt es so schön auf Englisch, ein Remote Island, was man so sehr, sehr schlecht erreichen kann, wo man also zuerst mal 2,5 Stunden mit der Fähre nach Isla fahren muss. Und dann von dort aus nochmal auf die Fähre nach Jura warten muss. Und dann gibt es auf Jura praktisch nur ein einziges Hotel. Und das ist gleich mit der Brennerei zusammengebaut. Ja, und Orwell hat dort seinen dystopischen Roman 1984 geschrieben, also 1984. Und den hat er 1948 geschrieben, weil er sagte, es ist irgendwann in der Zukunft, dann drehe ich mal die beiden niederen Zahlen um. Dann ist es also weit genug in der Zukunft. Und da fällt mir gerade ein, ja, es gab eine Abfüllung 1984 von Jura, extra Orwell gewidmet. Und die kostete damals, ich sag mal, Entschuldigung, ein paar Kröten, also ein paar Zig, nicht so wirklich viel. Und heute liegt sie, ich habe sie irgendwann mal gesehen, für über 500 Euro. Also auch bei diesen kleinen, wenig bedeutenden Abfüllungen gibt es hin und wieder mal eine Ringeltaube, die man auch sammeln kann, die dann zu was wird. Dazu aber bitte nicht die Standardabfüllung, die es seit Jahrzehnten gibt. Wobei es auch hier gewisse Unterschiede in den Flaschen gibt, dass sich da ein Sammeln, zumindest mal das Sammlerherz erfreut, wenn es auch nicht das Sammlerportemonnaie erfreut. Entschuldigung, so haben wir jetzt hier auf der 16-jährigen Flasche dieses Emblem vorne drauf, das also aufgebracht ist und nicht einfach nur gedruckt ist, sondern das richtig haptisch erhoben ist. Und so, ja, dieser 16-jährige Jura ist also nun der Ältere zum 10-jährigen und stellt ja die beiden Standard-Whiskys dar, die eigentlich regelmäßig verfügbar sind. Es gibt dazu noch ein Elixier mit 12 Jahren, der jetzt schon einige Jahre auf dem Markt ist und den ich hoffe, den es dann länger geben wird, aber ich weiß es nicht genau. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von nacheinander erscheinenden Sonderabfüllungen mit verschiedenen Nachreifungen. Und es gibt dann natürlich auf der anderen Seite noch die rauchigen Single Malts von Jura. Aber das probieren wir dann in einem anderen Video. Hier geht es jetzt rein allein um den 16-Jährigen. Fangen wir hier mal an. Man merkt schon gleich einen leichten Sherry-Geruch, aber nicht diese dolle Fruchtigkeit, die der 10-Jährige gerade beim vorherigen Probieren so schön hervorbrachte. Was kann man sich von einem 16-Jährigen Inselwhisky erwarten? Jo, also Fülle, Volumen, dann das Sherry dazu aus den Fässern. Da ist also sicherlich eine Menge Volumen zu erwarten. Jetzt schauen wir mal, was da kommt. Dunkel, wow. Dunkel, wieder diese aromatische Note, genau wie beim 10-Jährigen. Und dazu ein ganz, ganz deutliches Meer, sowas wie Seetang. Und dann kommt von hinten kommt die Vanille durch, macht die Sache schön, harmonisch, mild, trägt das Aroma. Und so ein bisschen kommen die Kräuter hinzu. Und wer also diese Whiskys nun im Verhältnis zueinander wissen möchte, wie die sich einordnen. Ich habe mit meinem Sohn Benedikt zusammen ein Live-Tasting mit den Jura-Whiskys durchgeführt.
Das blenden wir Ihnen hier zum 16-jährigen Whisky im Shop-System auch ein. Ansonsten finden Sie das in der Flaschendatenbank auf whisky.de und auch im Blog. Da können Sie dann so die direkten Unterschiede zwischen den einzelnen Flaschen von uns bewertet finden. Also dieser Whisky ist weitaus schwerer und voller, reifer und älter als der 10-jährige. Ja, zeigt auch eine gewisse süßliche Note. Sicherlich so eine Assoziation von den Früchten aus dem Sherry. Ja. Auf Anhieb milder im Mund. Und dann kommt so eine leichte Ingwer-Pfefferschärfe durch, die so langsam vorne auf der Zunge ausbreitet. Und interessanterweise ist der Abgang nicht so schokoladen-kaffeetönig wie beim 10-Jährigen. Ich vermute deshalb, reine Vermutung, ich weiß es nicht, dass man hier für den 16-Jährigen die schwächer gereiften Ex-Bourbon-Fässer genommen hat, also einen höheren Anteil an Refill-Ex-Bourbon-Fässern genommen hat als beim 10-Jährigen. Da man eh länger gereift hat, kommt dann da doch noch ganz was raus. Und dann am Ende im Prinzip die mit diesen Amoroso-Sherry-Fässern und Oloroso-Sherry-Fässern aufgeladen hat. Sodass man hier jetzt zwar zu einem alten, gereiften, dunklen Single Malt kommt, der dennoch nicht diese Schokoladenwürze der Eichenfässer aufweist. Ein bisschen kommt Orangenaroma durch. Also ein bisschen Säure. Der Abgang ist sehr angenehm, mild, munderfüllend, vielschichtig. Sehr schöne ölige Gefühl im Mund und dazu dann die Orange, die jetzt zur Saftorange stärker wird. Jo, sehr schön. Und dann kommt dieser Kick mit diesem leichten Pfeffer oder leichten Ingwer obendrauf, der aber sehr, sehr schnell wieder zurückgeht. Das ist also hier nicht diese intensive Schärfe, die manche Inselwhiskys aufweisen, vorherrschen. Nein, das ist ein reifer, alter Single Malt Whisky, der einen Schlag zur Dunkelheit hat. Dunkle Früchte, schweres Aroma, lang gereift, tiefe alte Lagerhäuser auf der Insel Jura. Ja, ich zeichne jetzt ein Bild, was vielleicht so nicht stimmt, weiß man nicht. Ja, tolles Ding. Gefällt mir gut. Schauen Sie bei uns im Shop-System bitte nach. Die Flasche sollte eigentlich immer erhältlich sein und für einen Inselwhisky mit 16 Jahren ist der Preis auch noch bezahlbar. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.